So, Homeoffice macht das Beste draus. Der erste Eindruck sieht so aus, dass ich kein Homeoffice mache, aber ich habe Mittagspause. Hier sieht es so aus, wenn ich 2 Minuten aus meinem Haus rausgehe, da hinten, dann sind hier nur noch Felder, die den Kanal beobachten. Ich bin von München weggezogen vor 2 Jahren. Einfach arbeitstechnisch ein Desaster, da werde ich mal drauf näher eingehen. Und bin aufs Land gezogen, in der Nähe von Braunau, nach Österreich. Es ist ruhiger, viel ruhiger, extrem viel ruhiger. Was gibt es noch? Gibt es da noch eine Steigerung? Aber man kommt zur Ruhe, das ist ganz gut. Jetzt kommen wir mal zum Homeoffice. Ich bin auch zu Homeoffice, nennen wir es mal, verdonnert worden. Sonntagabend, Massen-E-Mail. Montag Mittag Lieferung meines Laptops. Natürlich geht nicht bei jedem Homeoffice, das ist ja klar. Also wir haben Leute in der Firma, Elektriker, Mechaniker, die alle nach Hause geschickt worden sind. Die bekommen Urlaub oder haben Überstunden. Blöd ist halt nur in dem Punkt, man kann nirgendwo hin. Und naja, man findet schon was zu Hause zu tun. Ich finde es eigentlich gut, dass ich Arbeit habe und sage, bin happy drüber und mache das halt von zu Hause aus. Anschließend werde ich ein kleines Video machen, was man beachten sollte bei Homeoffice. Und hier geht es darum, gerade einfach das Beste draus zu machen. Ich zeige euch nochmal die Sicht. Es ist einfach traumhaft. Wenn ihr könnt, geht außer Haus mittags. Also ich muss ehrlich zugeben, ich kann mich nicht erinnern, mal so einen schönen so eine schöne Mittagszeit gehabt zu haben. Ich setze mich da mal hin. Hier ist eine Parkbank. Die habe ich jetzt auch entdeckt, nachdem ich 2 Jahre in Österreich bin. Und genieße jetzt einfach mal die Sicht hier ins Freie. Hinten steigt der Nebel auf, da arbeitet jemand. Tut anscheinend Holz sammeln. Und ich denke mal, da vorne gibt es bei dem Baum noch eine Bank, da ist die Sonne ein bisschen besser. Da gehen wir mal hin. Macht das Beste draus, genießt es. Ich habe dieses Handy jetzt auf Flugmodus und habe eine ganz normale halbe Stunde Pause. Halte mich auch daran, von 12 bis 12.30 Uhr. Und gehen wir auf das nächste Video ein, wo ich dann so ein paar Punkte erklären für Leute, die zum ersten Mal Homeoffice machen, dass es einem leichter fällt. Aber genießt mal die Aussicht. Wenn ihr könnt, geht außer Haus. Cafés etc. sind ja geschlossen. Und schnappt einfach mal ein paar Minuten Luft. Macht das Handy aus. Ich habe es auf Flugmodus. Es soll mich einfach keiner anrufen. Keiner soll mich hier beklingeln, fragen, telefonieren. Einfach mal halbe Stunde Ruhe. Und ich höre auch die Vögel zwitschern. Also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wann ich zuletzt Vögel zwitschern gehört habe. Ich höre das nicht bei mir im Haus. Anscheinend denken die, es ist Frühling. Ich laufe auch mit kurzer Hose. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht. Homeoffice Outfit. Ein Kumpel hat mal gesagt, oben Krawatte und Anzug und untenrum gar nichts. Ja, wenn man es nicht sieht beim Skypen oder so, kann passieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Genießt ein bisschen Homeoffice, macht das Beste draus. Und ich kann auch nur sagen, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich habe Krisen ab die 95er Jahren mitbekommen. Damals noch Auswirkungen des Jugoslawienkrieges, bis über die Dotcom-Blase, bis sämtliche Crashes und weiß Gott nicht alles, werden wir auch noch überstehen. In diesem Sinne, schreibt mir doch, was ihr Homeoffice macht, damit ihr euch ein bisschen besser fühlt. Geht ja auch raus spazieren. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin kein gerne Spaziergänger. Ich jogge nicht gerne. Man sieht das hier. Ich bin ein bisschen aufgepustet und habe hier mein Cappuccino. Den habe ich gerade an der Tanke bekommen. Sonst nirgendwo kriegt man das mehr. Und zu Hause habe ich keine Kaffeemaschine. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Schreibt mir fleißig drunter. Wir sehen uns. Euer Robert. Ciao.
Aussicht genießen. Einfach herrlich. Puh, und die Vögelchen.